Als Hausherr Johannes Zwick den Ministerpräsidenten begrüßte, konnte er einen Rekordandrang an diesem Bad Füssinger Gespräch vermelden. Auch eine Zusage von Seehofer über 200.000 Euro für den Bäderstandort erfreute den Bäderunternehmer. Das Geld soll der Stärkung des Gesundheitsstandortes dienen. Seehofer verwies darauf, dass die medizinische Betreuung in Deutschland weltweit einen Spitzenplatz einnimmt. Ich sage immer, ich möchte mit keinem System auf dieser Welt tauschen. Und für diese These gibt es ein ganz starkes Indiz. Wenn die Deutschen im Ausland erkranken, haben sie einen Wunsch, so schnell wie möglich in die Obhut des deutschen Gesundheitssystems zurückzukehren. Nun gilt es, diese Rentenformel zu erhalten und um notwendige Reformen zu erweitern. Dabei plädierte Herbert Rische, der Präsident der Deutschen Rentenversicherung, für eine Einbeziehung der Beamten und der Abgeordneten in die Rentenkasse. Eine Überfrachtung der Rentenkassen mit Sozialleistungen ist ebenfalls für das Rentensystem eine Überlastung. In Sachen Rente setzt der Ministerpräsident weiter auf den Generationenvertrag. Er hat sowohl in der Qualität als auch in der Humanität und der Solidarität bisher funktioniert. Für ihn gilt auch in Zukunft, dass man darauf vertrauen kann, wenn man selbst in der Rentengeneration ist, dass die dann junge Generation solidarisch mit eintritt, damit man einen humanen, guten Lebensabend verbringen kann. Auf die zahlreichen Fragen aus dem Publikum ging der Ministerpräsident ebenfalls ein. So ging es immer wieder um die Zukunft der Kurorte. Ich will mich ausdrücklich dazu bekennen, zur Notwendigkeit und zur Sinnhaftigkeit der Kurorte und alles, was heute in einer modernen Medizin damit verbunden wird. Da es für die Gesellschaft immer wichtiger wird, die Arbeitsfähigkeit der Menschen zu erhalten, vor allem auch im Hinblick auf den Renteneintritt mit erst 67 Jahren, gewinnt die Prävention und die Rehabilitation immer mehr an Bedeutung. Wir sind ein Kur- und Bäderland. Und Sie dürfen sich darauf verlassen, dass wir das auch künftig unterstützen. Ich bleibe bei dem, was ich als Bundesgesundheitsminister immer vertreten habe, dass Kur- und Bäderorte und die Einrichtungen dort nur eine Zukunftschance haben, wenn sie sich nicht alleine auf die Sozialversicherung stützen. Bei der Frage nach der Abschaffung der Studentengebühren gab es vom Ministerpräsidenten zweimal ein klares und kurzes: Ja. Die Kur in moderner Art, bei der sich der Patient seine Leistungen selber aussucht, Prävention und Rehabilitation im Mittelpunkt stehen, bei der auch der Versicherte selber einen Anteil trägt, das ist der Weg in die Zukunft, der in Bad Füssing längst begonnen wurde, lobte der bayerische Ministerpräsident.